Zwei AfD-Politiker aus Rheinland-Pfalz, die sich bestens verstehen. Sebastian Münzenmeier links im Bild und Alexander Jungblut. Der eine sitzt im Bundestag, der andere will ins Europaparlament. Und noch etwas verbindet sie, beide sind Burschenschafter. Bei Alexander Jungblut zeigt sich das auch an dieser Narbe, die er vom Fechten in einer Burschenschaft davongetragen hat. Hallo. Hallo. Ja. Das war ja eine schmerzhafte Angelegenheit. Och, man macht das gerne. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Gemeinschaft und für diese Gemeinschaft nehme ich das gerne in Kauf. Welche Rolle spielt denn diese Burschenschaft für Sie als AfD hier in Mainz? Naja, also das eine ist eine Burschenschaft und wir sind eine Partei. So, das ist die. Dort treffen sich nationale Menschen, dort treffen sich gute Menschen, gute Leute. Also Bundesbrüder sind alles klasse Personen, aber das hat jetzt mit der AfD direkt gar nichts zu tun. Einfach nur zwei Burschenschafter, alles ganz harmlos? Burschenschaften, von ihnen kennen wir Bilder wie diese. Im 19. Jahrhundert spielten sie eine Rolle in der Demokratiebewegung. Heute sind sie mitunter Schauplatz rechter und rechtsextremer Umtriebe. Beispiel Hitlergrüße. 2011 forderte eine Bonner Burschenschaft sogar eine Art Arier-Nachweis für neue Mitglieder. Unter anderem dieser Vorfall löste heftige Reaktionen aus im Dachverband Deutsche Burschenschaft. Zahlreiche Burschenschaften traten aus. Die übrigen hätten sich radikalisiert, so die Einschätzung von Alexandra Kurt. Die Politikwissenschaftlerin forscht zu dem Thema seit fast 30 Jahren. Das ist ein Stück so gewesen, als ob man quasi Öl oder gar Dynamit in das Feuer gekippt hätte. Und in den Burschenschaften werden mittlerweile Thesen formuliert, also zum Beispiel Fragen nach einem Faschismus des nächsten Jahrtausends. Das hätte man sich noch 1990 auf diese Art und Weise nicht vorstellen können. Auch Münzenmeier und Jungblut gehören Verbindungen an, die Mitglied dieses Dachverbands sind. Was aber hat das mit ihrer politischen Arbeit zu tun? In diesem Industriegebiet in Mainz hatte die AfD bis vor kurzem eine Art Parteibasis aufgebaut, das Zentrum Rheinhessen. Monatelang stand es in der Kritik, ein Hitlergruß soll hier gezeigt worden sein. Auftritte von Akteuren der rechtsextremen Szene. So wie im vorigen Herbst bei einer sogenannten alternativen Buchmesse. Schirmherr an diesem Tag ist Sebastian Münzenmeier. Uns werden heimlich gedrehte Aufnahmen der Veranstaltung zugespielt. Uns fällt dieses Kunstwerk auf. Hier steht Kontrakultur. Soll das rote Zeichen in der Mitte ein Hakenkreuz darstellen? Was sagt Sebastian Münzenmeier dazu? Wir konfrontieren ihn bei einer Wahlkampfveranstaltung. Wir haben da ein Foto bekommen, das ich Ihnen gerne zeigen würde. Unten rechts in Gelb eingegrenzt. Was erkennen Sie da? Ein künstlerisches Werk, würde ich sagen. Uns erinnert das, oder es hat starke Ähnlichkeiten, finden wir, mit einem Hakenkreuz. Was sagen Sie? Naja. Also da muss das schon bei Ihnen irgendwie im Kopf rumspuken, wenn Sie das da erkennen können. Wir finden, so viel Fantasie braucht es nicht. Ahnung, sehe ich nicht so. Merkwürdig ist allerdings, als bei der Buchmesse später ein angekündigtes Fernsehteam diese Bilder dreht, steht an jener Stelle jedenfalls ein ganz anderes Kunstwerk. Und was haben die Burschenschaften mit all dem zu tun? Unterlagen zeigen, hinter dem Zentrum Rheinhessen steht ein Verein. Gegründet wurde er von 7 Männern. Alle 7 haben einen burschenschaftlichen Hintergrund, unter ihnen Münzenmeier und Jungblut. Das macht man nicht einfach aus einer Bierlaune heraus, das würde mich wundern. Und es zeigt, dass möglicherweise die AfD sehr viel abhängiger von den Burschenschaftern ist, als das allen klar ist. Die enge Verbindung zwischen AfD und Burschenschaften zeigt sich auch im Rheinland-Pfälzischen Landtag. Mit Joachim Paul und Damian Lohr sind hier gleich 2 Abgeordnete Mitglied einschlägiger Burschenschaften. Hinzu kommen mindestens 8 Mitarbeiter der AfD, die Burschenschafter sind oder waren. Darunter 2 mit einer einschlägigen Neonazi-Vergangenheit. Fraktionschef Bollinger ließ eine SWR-Anfrage dazu unbeantwortet, positionierte sich aber vor Wochen schon auf YouTube allgemein zu dem Thema. Wir stehen zu den burschenschaftlichen Idealen und gemeinsam
werden wir Deutschland verändern. Ich würde die Prognose wagen, dass wir auf dem Weg dahin sind, dass die AfD tatsächlich so etwas wie eine Burschenschafterpartei wird. Mit Alexander Jungblut könnte es ein Burschenschafter aus Rheinland-Pfalz sogar bis nach Brüssel schaffen. Er kandidiert auf aussichtsreichem Listenplatz.